Who's the twink and who's the leather daddy? Oh Gott! Oh, jetzt du. Das ist der, mit dem ich Sex habe. So würde ich, glaube ich, auch nicht drauf antworten. So habe ich obviously auch nicht geantwortet. Dünnes Eis. Wow. Wow. Ich hasse sie. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Kostas. Ich bin Mick, und sein Boyfriend. Wir hatten ja vor einer Weile schon auf ein paar Videos von BuzzFeed reagiert und es gibt noch weitere. Das, was wir uns heute rausgesucht haben, heißt seltsame Fragen, die schwule Pärchen bekommen. Who's the twink and who's the leather daddy? Das ist cool, weil wir als Pärchen, als schwules Pärchen gut auf sowas reagieren können und gucken können, ob wir diese Fragen schon selbst bekommen haben. Dann würde ich sagen, labern wir gar nicht weiter vorweg und fangen einfach an. Okay, bist du ready? I'm ready. Das Video hat 7 Millionen Views, also erwarte ich mindestens 3 Millionen auf diesem Video. Wait, are you two a couple? Yeah. Yes. I thought you were brothers. Oh. Nope. No. Are you sure you're not brothers? Unangenehm. Ich würde mich einfach umdrehen und gehen und zu sagen, bye, bitch. Was ist das für eine dumme Frage? Wer würde sagen, seid ihr sicher, dass ihr keine Brüder seid? Oh doch, jetzt wo du es sagst, wir waren leider ein bisschen durcheinander. Wir sind eigentlich Brüder. Na, heute in Zeiten von TikTok, wo Zwillingsbrüder weirde Sexstellungen nachmachen und... It is what it is. Not even a joke, ne? Ja. Das gibt's ja wirklich. Ja. Haben wir diese Frage schon mal bekommen? Ich weiß nicht. Ich wurde auf jeden Fall schon mal gefragt, ob wir Brüder seien. Ja. Irgendwie ist das generell einfach eine unangenehme Situation, wenn man dann antworten muss, nein, das ist nicht mein Bruder, sondern das ist der, mit dem ich Sex habe. So würde ich, glaube ich, auch nicht drauf antworten. So habe ich obviously auch nicht geantwortet, aber ich meine, irgendwie ist das so, du willst ja irgendwie nicht, dass Leute denken, dass dein Freund dein Bruder ist. Ja, ja, true. Zumal auch ganz oft werden Leute das gefragt, die sich überhaupt nicht ähnlich sehen. Ich meine, du und dein Bruder sind dich auch nicht ähnlich, aber... Nee, das stimmt. Also wir und, also ich finde, wir sehen uns schon ähnlich als ich und mein Bruder. Schreibt doch mal in die Kommentare, könnte man uns, wenn man jetzt nicht wüsste, dass wir zusammen sind, könnte man uns für Brüder halten? Which one's the guy and which one's the girl? We're both guys. Ich hasse es. Right, right, okay. But like, you know. Mann, das ist ungefähr gleich weird, wie wenn du zum Heteropaar gehst und sagst so, und schneidet sich manchmal einen Strap an und dann hier so richtig f*** dich in den Arsch und du denkst so, why would you ask something like that? Also, was geht dich das an, wer wen im Bett so? Wo glaubst du denn, dass das dein Recht ist, das zu wissen zu dürfen? Es ist komisch, weil irgendwie fühlt man sich immer so offended, wenn solche Fragen in Videos gestellt werden oder Leute sowas stellen, aber in der Gay-Community ist es voll normal, dass nach Top und Bottom gefragt wird, gerade so auf Dating-Apps, wo du es einfach direkt angeben kannst. Top und Bottom, finde ich, ist auch nochmal was anderes und vor allem in Dating-Apps, weil da pairst du ja, ob ihr sexuell kompatibel sind, aber wenn ich random jemand frage, ja. Ich meine, ich bin auch nicht sauer, wenn mich sowas in real jemand fragt, weil es zeugt ja einfach nur, dass die Person sich bisher noch nicht damit auseinandersetzen musste. Aber findest du nicht auch, dass das eigentlich voll das unterschreibt, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass die Person dann ja wahrscheinlich versucht, ihre Beziehung auf deine zu übersetzen, weißt du, und nicht weiß, wie sie es anders fragen soll. Do you two just check out guys together all the time? Yes. All the time war mein Lieblingspart in der Frage. Aber die sagen so, yes, so ironisch und ich denke mir so, wir hätten gesagt, yeah. Heute Morgen. Aber ich glaube witzigerweise, wenn wir Typen auschecken, dann sind das meist so komplett unterschiedliche Typen irgendwie, weil bei mir ist immer so Aesthetics, was bietet sich so an zum Zeichnen, was ist so eye-pleasing und du hast immer so weirde TikTok-Fuckboys irgendwie von, die Nico dir zeigt. Und dann gar nicht. Du weißt gar nicht, worüber du redest. Oh. Erstmal ist das immer deine Go-To-Ausrede. Ja, ich brauche das ja nur zum Zeichnen. Ja, genau. Und Nico und ich haben schon sehr oft festgestellt, dass wir auch total auseinandergehende Geschmacks haben. Trotzdem TikTok abfallen. Hallo! Du bist voll gemein! Ist aber so. Never dated a German guy before. Let me show you what you're missing. Paradise. Oh my god, you guys are getting married? I've never been to a gay wedding. Can I come? We just met you. Oh, I don't mind. Ich find's weird, in die privateste Privatparty von anderen Leuten reinmarschieren. Wenn du sie auch so gar nicht kennst, wenn die einfach das, wir haben dich gerade getroffen. Aber sowas macht auch keiner. Sowas passiert legit nicht. Nee. Aber trotzdem höre ich so oft aus dem Freundeskreis irgendwie, wann heiratet ihr? Ich will unbedingt mal auf eine Gay Marriage. Sogar unsere sehr enge Freundin Melissa hat das doch mal gesagt. Ich wollte nachher nicht sagen. Ja, ist egal. Melissa kann das auch. Ja, eben. Aber Melissa ist immer so, heiratet endlich, ich will nur auf die Gay Marriage. Wart ihr schon mal auf einer schwulen Hochzeit? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ist das anders als bei einer Hetero-Hochzeit? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich war übrigens auch noch keiner gewesen. Nee, ich auch nicht. Who wants wieners? You guys, right? So.
dumb. You know, my cousin's gay. Terry. Do you know Terry? Yeah, gay Terry. Yeah. Gay Terry. Everyone knows gay Terry. Terry. Everyone knows gay Terry. Mann, ich glaube, das ist nicht mal nur ein schwules Problem. Ich glaube, das hast du auch, wenn du Asiat bist oder wenn du schwarz bist, so, dass alle mal kommen, oh, ich habe auch einen Freund, bla bla bla. Kennst du den? Bla bla bla, der ist da und da und so. Das ist einfach über unangenehm ist. Schreibt mal, wenn ihr auch so eine Situation schon mal hattet, aber das hatte ich so, weiß ich gar nicht, hatte ich das noch? Alright, just checking on your room. Two queens? He's talking about the beds. Oh. Das gibt's einfach in der deutschen Sprache nicht, ne? Also Queen Size Beds irgendwie. Aber es wäre schon richtig witzig, wenn jemand zu mir sagen würde, zu uns sagen würde, zwei Queens, würde ich sagen, yes, girl, mama, God! Und dann würdest du auschecken. Ja, wäre ich alleine. Viel Spaß, könnte ich ein enges Zimmer. Nein, aber das wäre schon witzig. Ich glaube, würde ein Rezeptionist so mit uns reden, wäre der mir sofort sympathisch. Ich glaube, ich fände das jetzt yes, Mama. Nein, aber wenn jemand sagen würde, so, two queens, und der würde das mit so einem... Ja, wenn du weißt, der ist selber gay. Ja, oder er muss ja nicht mal selber gay sein, aber wenn er... Dann ist es schon wieder homophob. Oh Gott, wir leben die Grenze ist sehr dünn, dünnes Eis. So when you guys slow dance, who leads? Okay, das finde ich jetzt aber eine faire Frage. Wenn man tanzt, wer führt? Ja. Wie ist das bei uns? Keine Ahnung. Also uns hat diese Frage noch niemand gestellt, aber... Weil wir auch nicht so oft slow dancen auf irgendwelchen Bällen, auf denen wir flanieren. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich führen, weil ich ein bisschen größer bin. Weil ich mehr Tanzkurse gemacht habe und wahrscheinlich schnell einfach die weibliche Rolle adaptieren kann. Ja. Ich habe es mal versucht und das geht bei mir irgendwie gar nicht, weil ich so männlich bin, dass ich jeder meiner Faser dagegen sträubt. Nein, aber einfach, meine Koordination ist verwirrt, weil... Als Typ würdest du ja so machen, glaube ich, ne? Ja, wahrscheinlich. Das würde ich jetzt auch zu flexen, das ist bestimmt richtig. So würdest du machen. Nein, als Typ. Nein, ja? So. Und hier am Feld, nicht der Amphil. Nee. I need a new gay best friend. Will you be my new gay best friend? Please. We just met you. Ah, dein Maul, komm. Are you gonna have gay bees? I'm sorry, what? Gay babies. Oh Gott, ey. Gay Bees ist ungefähr so ein Cringe-Wort wie to furky. Are we gonna have gay bees? Are we gonna have gay bees? Das wäre schon auch Are we gonna have gay bees? I don't know. Are we? Du bist nicht so der Babyfreund, hast du gesagt. Ja. Gay-Baby-Freund. Babys nicht, aber ich glaube, Gaybys sind schon ein bisschen... Okay. Die sind einfach generell ein bisschen besser als so. Die kommen schon so fabulous raus. Kommen so raus, alle Babys schreien so rum. Die so, was macht man? Wie anstrengend. Es gibt immer eine Queen im... Ja. Ich glaube aber, Gaby heißt nicht, dass das Baby gay wird, sondern einfach nur das Baby von Gays ist, okay? Who's the twink and who's the leather daddy? Wow. Oh Gott. Na, beantworte doch mal. Who's the twink, who's the leather daddy? Oh, jetzt du. Ich frag mich, wo hat die ihren Research gemacht auf Gayborn? Welche Kategorien gibt es? Und welcher bist du, der Twink oder der Leather Daddy? Und es gibt auch nur das eine oder das andere. Und die werden so magnetisch angezogen. Immer so ein Twink und ein Leather Daddy. Wow. Wow. Oh Gott, was war ihre Reaktion? Will you be my escort to the gay pride parade? I mean, you need a gay to get into one of those things, you right? You do. You need a gay to get in. Ich hasse sie, weil niemand ist so. Sie ist einfach so mit Absicht so dumm geschrieben. Können wir uns darauf einigen, dass alles sehr überspitzt war, aber viel Wahres trotzdem so im Kern mitschwingt? Ich glaube schon, dass die... Ja, was du eigentlich gerade gesagt hast. Ich finde eigentlich, dass es übertrieben war. Ich glaube, dass es auch immer noch sehr, sehr befremdliche Blicke auf Schwule gibt. Und ich glaube, das passiert immer da, wo es einfach keine Kontaktpunkte gibt irgendwie. Also in sehr ländlichen Regionen oder so. In der Stadt wird das dir so nicht passieren. Ist das vielleicht ein Geniestreich, dass die Videos so übertrieben sind, dass man dem mit Humor begegnet, aber man weiß... Im echten Leben gibt's das in einer abgeschwächten Form. Ja, zeigt das seinen Freunden und keiner möchte so der Cringe Lord sein. Das ist natürlich auch der Grund, warum ich diese ganzen Videos auf meinem Kanal schon vorher gemacht habe. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ich feiere mein Comeback auf meinem Hauptkanal. Man mag es kaum glauben, aber nach Jahren bin ich zurück auf meinem Animationskanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Bis dann. Tschüss.
scout.